euch heute ein wunderschönes Buch vor, nämlich Die kleine Haselmaus, nämlich Kiki von Maja Sommer. Die erste Seite ist, da steht als allererstes erstmal nur für meine liebsten Kinder. Auf der nächsten Seite ist ein super süßes Bild von Kiki in einem Herz. Und jetzt geht's los. Der Wald der Freunde. Es war einmal eine kleine Haselmaus, die hieß Kiki. Kiki war neu im Wald und weil sie so süß war und so ein großes Herz hatte, wollten alle Tiere des Waldes mit ihr befreundet sein. Die kleinen, zarten und auch die großen, gefährlichen Tiere. Hier ist nochmal ein richtig cooles Bild. Das ist Kiki. Lieber Fuchs, fragte die kleine Haselmaus, wo ist der schönste Teil des Waldes? Dort will ich dann bleiben. Schwing dich auf meinen Rücken, kleine Haselmaus, dann bringe ich dich zum schönsten Teil des Waldes, sagte der Fuchs. Kiki kletterte am zotteligen Fell des Fuchses hoch, hielt sich gut fest und kurz darauf ging es auch schon los. Nach wenigen Stunden kamen sie an einen Platz, an dem die Bäume grüner und der Boden saftiger war, als die kleine Haselmaus es je gesehen hatte. Hier sind wir, liebe Haselmaus, sagte der Fuchs, und Kiki krabbelte hinunter auf das weiche Moos. Danke, lieber Fuchs, sagte sie und verabschiedete sich. Hier ist die Kiki auf dem Fuchs. Als sie über das weiche Moos liefen, traf sie zwei Spatzen. Hallo, liebe Spatzen! Wisst ihr, wo ich einen kleinen Bach finde, aus dem ich etwas trinken kann? Na klar, zwitscherten die Spatzen. Folge uns einfach. Und sie flogen knapp über den Boden vor der kleinen Haselmaus her. Ein paar Minuten später kamen sie an einem plätschernden Bach mit kristallklarem Wasser. Hier kannst du deinen Durst stillen, sagten die Spatzen. Vielen Dank, sagte Kiki und begann zu trinken. Die Spatzen blieben noch eine Weile bei ihr sitzen und tranken auch. Hier sind die Spatzen am Bach. Nach kurzer Zeit sah die kleine Haselmaus in der Ferne einen großen Bär. Hallo, lieber Bär, rief sie. Kannst du mir zeigen, wo ich ein paar Nüsse zum Knabbern finde? Aber ja, brummte der Bär, griff mit seinen riesigen Pfoten in die Hecke hinein und ein paar Sekunden später hielt er Nüsse und sogar ein paar Beeren in seine großen Pfoten. Bitte sehr, kleine Haselmaus, sagte der Bär. Vielen Dank, lieber Bär, sagte Kiki und verzehrte genüsslich die leckeren Beeren und Nüsse. Der Bär blieb noch eine Weile bei ihr, um mit ihr zu plaudern und ging dann weiter seines Weges. Hier ist die Haselmaus mit dem Bären. Und die Sonne strahlt. Puh, bin ich müde, flüsterte Kiki. Das hörte ein kleines Kaninchen, das gerade vorbeihoppelte. Hallo Haselmaus, komm mit. Unser Bau ist direkt hier unter der Erde. Da kannst du dich gerne ein wenig ausruhen. Das Kaninchen schob ein paar Zweige zur Seite und einen Augenblick später standen sie in der gemütlichen, warmen Kaninchenhöhle. Fühl dich wie zu Hause, flüsterte
flüsterte das Kaninchen und deckte die kleine Haselmaus mit einem Blatt zu. Vielen Dank, lächelte Kiki ganz begeistert darüber, so freundlich behandelt zu werden. Glücklich machte sie die Augen zu. Hier ist Kiki im Hasenhäuschen und die wurde zugedeckt von einem Blatt. Der Ausflug der Freunde. Ein paar Wochen später hatte sich die kleine Haselmaus Kiki im schönsten Teil des Waldes prima eingelebt und viele Freunde gefunden. An einem wunderbaren Sonntag wollten sie gemeinsam mit den anderen Tieren des Waldes einen Ausflug machen. Die Spatzen wollten gerne zu den höchsten Wipfeln der Bäume. So, hier sind die Spatzen. Und da ist auch die Kiki, die trinken wieder an einem leckeren Bach. Aber ihre Spatzen, sagte Kiki, da können wir nicht mitkommen. Wir können leider nicht fliegen wie ihr. Die Fische wollten gerne zur tiefsten Stelle auf dem Bachgrund abtauchen. Liebe Fische, da können wir leider auch nicht hin, sagte die kleine Haselmaus. Wir können nicht schwimmen wie ihr. Hier sind die süßen Fische. Zwei Goldfische. Der Bär wollte so gerne zur Lichtung wandern. Denn da war es wunderschön. Sagt die kleine Haselmaus, da können aber die Fische nicht mit. Alle waren ratlos und überlegten kräftig hin und her. Hier ist der große Bär und daneben ist die kleine, klitzekleine Kiki. Ich habe eine Idee, sagte Kiki. Was haltet ihr davon, wenn wir eine Bachtour machen? Die Fische schwimmen im Bach, die Kleintiere fahren auf einem Floß, die Spatzen fliegen oben drüber und der Bär läuft nebenher. Das ist eine gute Idee, riefen die Tiere des Waldes begeistert. Und schon machten sie sich alle daran, aus Ästen und Stämmen ein Floß zu bauen. Ein paar Stunden später konnte der Ausflug losgehen. Und es wurde der schönste Ausflug, den die Tiere des Waldes jemals gemeinsam unternommen haben. So. Da ist der riesige Bär. Die Kiki, die kleine Haselmaus, ist auf dem Floß. Und da schwimmen die zwei Fische und da sind auch zwei Spatzen. Und da sind wunderschöne Blumen. Und der Bär hat im Mund eine Fahne. Und die kommt jetzt noch, also ein Mast mit einer Flagge. Und die kommt jetzt noch aus Fluss. Der König des Waldes. Die kleine Haselmaus und die anderen Tiere des Waldes hatten beschlossen, einen König zu wählen. Aber wer sollte das werden? Es muss ein kleines Tier sein, denn auch wir Kleinen müssen hier im Wald mal was zu sagen haben, piepste der Igel. Aber ihr seid doch viel zu klein und leise, um euch im großen Wald Gehör zu verschaffen, erwiderte der Fuchs. Es muss ein Tier sein, das besonders schlau ist, so wie ich, schlug der Fuchs vor. Hier ist der Fuchs und der Igel und die sind auf einem Weg und die Bäume, es sind mega viele Bäume. Nein, es muss ein Tier sein, das nicht immer nur an sich denkt, sagte das Kaninchen hilfsbereit, ist und nett. Ich
finde, es muss ein großes Tier sein. Eines, das kräftig und laut ist, damit man auch oft das hört, was es sagt, brummte der Bär. Wie wäre es mit mir? Da ist ein süßer kleines Häschen mit einem Herz neben dran. Oder ein Tier, das fliegen kann. Denn von hier oben sieht man viel mehr als vom Waldboden aus, zwitscherte der Spatz. Liebe Freunde, sagte Kiki, was haltet ihr davon, wenn die Sonne unser König wird? Sie ist großzügig, denn sie schenkt uns viel Sonnenstrahlen und das Tag für Tag. Sie ist gerecht, denn sie gibt uns allen von ihrer Wärme ab. Und sie steht hoch oben am Himmel und kann uns alle beschützen. Hier ist der Bär, die Sonne, der Fuchs, die Kiki, die Igel, die Kaninchen und die Vögel. Das klingt gut, fanden die Tiere des Waldes. Auch der Sonne gefiel die Idee. Denn sie strahlte plötzlich noch ein ganzes Stück heller als sonst. Jetzt ist hier so die Sonne und daneben sind so Herzen, also zwei Herzen, die sind verbunden. Auf der Rückseite steht hier auch noch liebevolle Geschichten über Hilfsbereitschaft, Freundschaft und Fairness. Und die Bilder wurden alle selbst gemalt. Tschüss!